Mal. Ist ja echt bescheuert. Also steht, wir verbratzen gerade ganz schön viel Energie. Ja. Ja, die Dings ist immer noch nicht voll, die MFSU. Okay. Die erste nicht mal, oder? Ich weiß nicht, die erste ist doch die, die direkt drunter ist, oder? Also die, wo ich unten rankomme. Ja. Nö, die ist immer noch nicht voll. Die steigt auch nur ganz langsam. Hm, okay. Wir haben also aktuell nur zwei MFSUs? Ja. Wir sind am Abend dran. Merk's grad. Übrigens wollte es, glaube ich, das System noch erweitern, dass es Nether Orb bearbeiten kann. Wollte ich schon mal so erwähnt haben. Ja. Nee, hier nicht. Also im Nether wollte ich das machen. So. Hier oben, das läuft. Eine Leiter oder sowas wäre cool noch. Aber, naja, unnötig. Dürfte auch bald anfangen. Noch eine Schicht, oder? Ne, zwei sogar. Schade. Oh, aber mir fällt ein, hier könnten jetzt sogar Guests spawnen, oder? In einem großen Bereich. Theoretisch. Das wäre blöd. Naja. Wird schon passen. Können die Glas kaputt schießen? Mal schon einfach Glas hin. In der Hoffnung, sie einen nicht sehen. Ach, ich nehme das Zeug alles mit. So. Oh. Will der Stress? Mein Schwert ist auch schon bald kaputt. Ich habe aber nur 9 Level. Irgendwas läuft da falsch. So, was machst du? Ich guck gerade zu und guck gerade, ob die Dings funktioniert, die zweite Curry, weil die tut irgendwie gerade nichts. Gar nichts. Ja, irgendwie die tut ist ja auch fertig. Ich hab neu gemacht, du. Ich hab's verlängert. Falls dir nicht aufgefallen ist, die Linie doch. Geht hier weiter. Ja, ist okay. Bitte. Ja, ich befürchte fast, dass wir nicht genügend Strom. Oder dass die linke einfach kompletten Strom braucht. Nee, wenn die blau leuchtet, funktioniert. Ding da drin was ab. Keine Ahnung, glaub nicht. Die Linie geht durch, wie man hier sieht. Ja. Also kann es auch nicht doch, zu groß die sein. Baut hier hinten. Ach, die baut da hinten? Ja. Ah, okay. Funktioniert. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt die Menge Erze und so kaputt macht, aber. Ja, klar. Ey. Ist egal. Wir haben's doch. Wir haben's. Ah, zwei Stück immerhin produziert. Hier auch nochmal einen Tier. Ach, den Müll kann ich auch direkt da lassen. So. Dann hier noch reinschmeißen den Müll. Tja. Na komm, beam me up, Scotty. Yep. Wir haben aber auch hier viele Portale, ey.
Ja, das war doch irgendwie eine komische Käfer. Käfer ist auch gut. So. Wie weit ist das? Eine Schicht noch. Oh, das explodiert alles. Aber ich dachte, das ist explodiert nicht mehr durch Dings. Ich hab gedacht, dass es nicht explodiert, aber habe ich mich getäuscht, scheinbar. Einfach nur, weil hier Licht dann entsteht oder weil es nicht mehr ganz so dunkel ist oder keine Ahnung. Merkwürdig. Ja. Aber mal sehen, wenn die Krabby selbst wirklich läuft. Jetzt baut ja nur noch dieses Gitter da ab. Ja. Ja. Ist auch gleich fertig. Ansonsten stellen wir unten auch nochmal so eine Geothermal-Generatoranlage hin, anstatt den Reaktor. Der kann nämlich immer laufen, ohne dass wir gucken müssen. Das Zeug hier. Ist auch recht produktiv. Ja, dann darf ich jetzt erstmal quasi ein bisschen warten, bevor ich das Solarpanel weitermachen kann. Ich glaube, dann werde ich einfach ein bisschen in der Quarry durch die Gegend schießen. Da, wo der quasi gerade leer macht. Ein paar Erze oder so abbauen, mal gucken. Ja, sonst kann ich effektiv nichts machen, weil wir haben keine Ressourcen und somit kann ich überhaupt nichts machen. Na, ja, das ist echt scheiße. Aber jetzt haben wir immerhin schon mal einen MK3-Generator. Damit sollte es ja jetzt aufwärts gehen. Ich weiß nicht, wie lange du noch wach bleiben willst. Wir nehmen ja schon ein bisschen was auf. Ja, ein bisschen geht schon noch. Gut. Ich muss mir halt noch ein paar andere Sachen dann kümmern. Ah, die Quarry legt jetzt jeden Moment los. Hoffe ich. Ja, sie buddelt. Juhu. Es kommt was raus. Yay. Ja, das System ist eigentlich ganz cool. Das machen wir jetzt immer so. Was? So ein System hier aufbauen. Meinst du jetzt im Nether? Nee, auch auf der normalen Welt. Mit 5 Generatoren betreiben. Also, wir brauchen 5 Generatoren und einen Energy Collector und Condenser. Und damit betreiben wir komplett die Quarry. Mit dem Energy Condenser? Collector meine ich. Hm? Was Energy Collector? Lava Salz. Okay. Klappt super. Wenn der erstmal genug hier hat. Man bräuchte aber direkt einen Vorrat davon. So dauert es ziemlich lange. Aber, naja, EMF ist fast voll. 4 sind zu wenig, 5 sind zu viel. Ich bin gespannt auf diese Erze, ob die da rauskommen. Ah, wo hänge ich denn? Doch erstmal nix mit der Ärzten. Ich merke schon, wir sollten unbedingt schnell die eigentlich die Solarpanels fertig kriegen. Oh. So wenig Strom? Ja. Ich hab Slap Pack an und Slap die Dings nicht auf. Laser. Oh. Okay.
Ah ne, Slapik ist leer. Ja, fail. Wenig. Ich finde es übrigens schade, dass die Query nicht auch das, was er quasi oben als Arbeitsbereich hat, nicht auch abbaut, sondern einfach nur verschwinden lässt. Ja. Das ist tatsächlich schade. Ja, voran langsam. Baut die hier schon ab? Ja. Oder ne, tut's auch noch nicht. Na, ja, die eine ist recht groß. Ja. Ist doch gut. Oh. Dann gut. Ja. Ich hab's überlebt. Hier ist etwas. Ja. So, was bauen wir jetzt? Zeit. Jetzt fehlt schlicht und greifend, glaube ich, einfach gerade Zeit. Die Ressourcen, ja. Aber in der Zeit kann man trotzdem irgendwas tun. Eine Verarbeitungsanlage für die Nether Ores. Viel Spaß. Zum Beispiel. Kommt drauf an, wie lange du noch online bist. Kommt drauf an, wie lange wir aufgenommen haben. Ich weiß es nicht. Ich kann aber mal gucken. Kurz mal Standbild bei mir. Heute. Die Zuschauer werden zu leben. Heute ist 14.10. Tja. Knapp eine Stunde. Ja, dann würde ich mal spontan behaupten, dass es für heute mal reicht. Wir können theoretisch am. Ja, reden wir gleich. Ja. Wir brauchen nicht hier noch sinnfreie Zeit vergeuden, um. Ja, in 2 Minuten oder so hätten wir auch wirklich die Stunde voll. Ja, dann können wir die 2 Minuten können wir noch überbrücken. Also ich glaube, schaffen wir noch. Ja. Also, diesmal ist jetzt nicht so sonderlich viel passiert, zum Beispiel bei mir. Ja, im Endeffekt einfach nur die Quellvergrößerung und Stromkabel ausgetauscht. Und festgestellt, dass es einen lustigen Bug gibt. Meine Query läuft jetzt oben im Nether. Oder unten, wie auch immer. In der anderen Welt. Hölle ist oben und Himmel ist unten oder so. Whatever. Ja. Auf jeden Fall. Ja, im Endeffekt, uns fehlt aktuell Zeit. Naja. Ja, für Ressourcen sammeln. Zeit, um Ressourcen zu sammeln, Zeit, um Ressourcen zu erzeugen durch EMC, weil EMC ist quasi Ressourcen über Zeit. Und ja, auch ein bisschen so die Zeit. Aber naja. Studium fängt jetzt wieder an. Ja. Ferien sind rum. Vorlesungsfreie Zeit, mein Junge. Vorlesungsfreie Zeit. Jo. Das lernst du noch früh genug. Es ist dasselbe einfach. Es ist klar, es ist dasselbe, aber es klingt wesentlich weniger nach Freizeit, was es teilweise eigentlich auch einfach nicht ist. Ja, wenn man wie du eine Prüfung nachschreiben muss, dann nicht. Nee, allgemein, wo manchmal musst du es einfach strategisch angehen und im zweiten Zeitraum. Ich habe im zweiten Zeitraum meine erste Klausur geschrieben. Ja. Na ja, gut, das reicht jetzt aber auch. Aber genug von dem Smalltalk hier am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich das nächste Mal. Ciao. Ciao.